Iguazú Wasserfälle werden pro Jahr von 1,5 Millionen Touristen besucht. Und ich bin eine davon. Im Sommer gehen die Temperaturen bis zu 45 Grad hoch und im Winter kann es sogar um die 0 Grad werden. Die Iguazú-Wasserfälle liegen im atlantischen Regenwald. Es ist sehr, sehr warm und feucht, wie im Palmengarten in Frankfurt. Die Blumen wie auf den Fensterbänken der 70er Jahre. Das Auge kann sich kaum satt sehen. Aber der Mensch schwitzt und sucht den Schatten und die kalten Getränke. Die Wasserfälle erstrecken sich über 2,7 Kilometer und es sind 20 größere und 220 kleinere Wasserfälle. Also man muss schon einiges marschieren, um ans Ziel zu kommen. Südamerikanische Nasenbären sind tagaktiv. Die Nahrungssuche erfolgt vorwiegend am Boden, wie man hier auch sehen kann. Jetzt die Zehen rein, zack. Einmal eine dicke Zehe. Kann man amputieren. Er lässt sich nicht auf die Zehen machen.